Hallo Leute, ich bin Maria Tina und ich möchte euch auf Erstörungen aufmerksam machen, denn diese Woche ist die nationale Erstörungsaufklärungswoche. Vielleicht fragt ihr euch jetzt alle, warum das euch wichtig ist. Und zwar ist eine gute Frage. Ich glaube, ich brauche euch keine Beispiele geben, dass die Kultur Amerikas und Europas sich sehr auf die Schönheit und Gesundheit eines Menschen konzentriert. Als Lebende in einer Kultur, die die Äußerlichkeit für ein Hauptaugenmerk hält, sollen wir als Betroffene nicht die daraus resultierenden negativen Konsequenzen kennen? Ich meine, Schweigen ist Silber und Reden ist Gold. Der Führungsgrundsatz NEDAS, der auf ihrer Website steht, lautet: Die Absicht von der nationalen Erstörungsaufklärungswoche sei im Grunde genommen, Erstörungen und Körperbildstörungen vorzubeugen. Ich mache selbst mit, denn jeder kennt irgendjemanden. Ich rede in diesem Video doch nicht über den Einfluss dieser Kultur, sondern über die Vorurteile gegenüber Essgestörten, um diesen entgegenzuwirken. Essstörungen werden oft missverstanden und falsch dargestellt. Dies hört sich für Leute, die niemals unterernährt waren, oder sogar für jene, die es waren, vielleicht seltsam an. Aber wissenschaftlich gesehen setzt sich das Gehirn über den Körper hinweg und zwingt dich zu essen. Du findest, dass du das Telefon auflegst. Du hast gerade eine Pizza bestellt und du kannst weder die Pizza noch deinen Hunger zerstören. Du schließt dich in deinem Zimmer ein, isst die Pizza und kotzt. Oder du erwischst dich allein in der Mensa, Teller um Teller fühlend, und du bist so verdammt hungrig, dass der Geruch des Essens, das Vorhandensein des All-You-Can-Eat-Buffets, das grelle Licht, das Lachen und Hunderte von sich öffnenden, kauenden Mündern dich überwältigen und du isst und isst und isst und rennst auf die Toilette und kotzt. Oder du erwischst dich eines Tages beim Spazieren dabei, wie du impulsiv ein Restaurant betrittst und ein riesiges Abendessen bestellt und kotzt in den Wald. Magersucht ist eine Suchtkrankung und Form der Selbstbeschränkung. Magersüchtige haben ungewöhnliche Essensrituale und unvernünftige Regeln, die sie befolgen müssen. Sie fühlen sich schuldig, wenn sie essen. Magersüchtige verstecken Essen und essen nicht gerne öffentlich. Bulimie ist auch eine Suchtkrankheit. Bulimiker fühlen sich außer Kontrolle und brauchen die nach der Entschlacken des Darmes ausgeschütteten Hormone, um von ihrer Schuld frei zu werden. Beim Erbrechen erlangen sie ihre Kontrolle wieder. Egal wie ernst die Essstörung beim Auftreten der ersten Symptome aussieht, ohne Behandlung wird sie höchstwahrscheinlich ernster. Essstörungen haben unter allen psychischen Erkrankungen die höchste Moralitätsrate. Eine Essstörung ist für einen Essgestörten normal. Ich meine damit, dass es nicht besonders ist. Und sie glauben, sie brauchen dafür keine Hilfe. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr meine Quellenangabe selbst durchlesen möchtet, schaut mal den Link zu meinem neuen Blog an, der NEDA Awareness heißt. Da habe ich die Liste und auch ein paar andere Quellen eingebunden. Wenn ihr auch an der nationalen Essstörungsaufklärungswoche teilnehmen möchtet, könnt ihr ein Response-Video machen und ich genehmige es gerne. Ich würde gerne mehr Videos um dieses Thema machen. Wenn es euch interessieren würde, könntet ihr mir Bescheid sagen. Bitte vergesst nicht zu abonnieren. Tschüss!